Für diese Übung sitzt du am besten auf einem Stuhl. Nimm eine aufrechte Sitzhaltung ein. Die Füße stehen auf dem Boden. Wenn es dir möglich ist, dann schließ deine Augen. Ansonsten fixiere einen Punkt im Raum. Und dann stell dir nun eine Landschaft vor. Eine schöne Landschaft, in der du dich wohlfühlen kannst und in der du gerne spazieren gehst. Das kann eine frei erfundene Landschaft sein, kann aber auch eine real existierende sein. In dieser Landschaft entdeckst du irgendwann einen Baum, einen besonderen Baum. Deinen Baum. Und nun stell dir vor, dass du zu diesem Baum hingehst und Kontakt zu ihm aufnimmst. Betrachte ihn erstmal. Nimm seine Silhouette wahr, den Stamm, die Wurzeln, die in den Boden gehen, die Äste, Zweige und Blätter. Vielleicht nimmst du auch seinen Geruch wahr. Nähere dich dem Baum nun ganz, vielleicht spürst du seine Rinde. Und schließlich umfasst du diesen Baum. Und spüre bei dieser Umarmung die Kraft, die dir der Baum gibt, ohne etwas von dir zu nehmen. Dann löse dich von dieser Umarmung und stell dir vor, dass du dich vielleicht an den Baum anlehnst und ihn so wirklich spüren kannst. Und wenn dir die Vorstellung angenehm ist, dann stell dir vor, dass du eins wirst mit dem Baum. Und dann kannst du als Baum erleben, was es heißt, Wurzeln zu haben, die sich in der Erde verzweigen und von dort Nahrung in sich aufnehmen. Erlebe, wie es ist, Blätter zu haben, die das Sonnenlicht aufnehmen und umwandeln können. Und wenn du nicht mit dem Baum verschmelzen möchtest, dann betrachte ihn einfach. Und dann beschäftigst du dich mit der Frage, womit du jetzt genährt werden möchtest, versorgt werden möchtest. Ist das körperliche Nahrung, Gefühlsnahrung, Nahrung für den Geist, für dein spirituelles Sein? Versuche es für dich so genau wie möglich zu benennen. Wenn du mit dem Baum verschmolzen bist, dann spür deine Wurzeln und wie du mit deinen Wurzeln Nahrung von der Erde bekommst. Mach dir klar, welche Art von Nahrung du jetzt in diesem Augenblick am meisten brauchst. Und lass es jetzt zu, dass du genau mit der Nahrung, die du brauchst, genährt wirst. Nimm jetzt deine Krone wahr und spüre, dass du mit ihren Blättern Licht und Wärme der Sonne in dich aufnimmst. Mach dir wiederum bewusst, welche Art von Nahrung du von der Sonne brauchst. Und formuliere auch diesen Wunsch so genau wie möglich. Und dann lass es jetzt zu, dass du genau die Nahrung bekommst, die du brauchst.
falls du nicht mit dem Baum verschmolzen bist, kannst du dir trotzdem vorstellen, was es bedeutet, von der Sonne und von der Erde Nahrung zu bekommen. Denn das ist auch bei uns Menschen so. Stell dir nun bitte vor und spüre, wie die Nahrung der Sonne und die Nahrung der Erde sich in dir verbindet, so dass du langsam beginnst zu wachsen. Und dann löse dich jetzt wieder von deinem Baum. Du kannst dir vornehmen, zu diesem Baum zurückzukehren, um seine Hilfe zu erfahren, dass du mit allem, was du gerne hättest, genährt werden kannst. Du kannst ihm, wenn du möchtest, versprechen, dass du wiederkommen wirst. Dann verabschiede dich von deinem Baum und bedanke dich bei ihm für seine Unterstützung. Und bevor du jedoch die Augen öffnest, spüre bitte erst wieder die Kraft deiner Muskeln, indem du die Hände ein paar Mal zu Fäusten ballst, die Arme anwinkelst und dann atme ein paar Mal kräftig ein und aus und öffne erst dann die Augen. Komme nun mit deiner vollen Aufmerksamkeit zurück in diesen Raum.